Hallo, liebe Grandios-Freunde, mein Name ist Sebastian Walter. Wir sind heute hier im schönen Hilversum vor den Toren Amsterdams im Medien-Hotspot hier in Holland. Die neue Ausgabe von Grandios hat das Thema Sehnsucht und darüber wollen wir heute sprechen mit einem Mann, der es geschafft hat, die Passionsgeschichte ins Primetime-Fernsehen in Deutschland zu bekommen. Jaco Dornbos, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Thank you for coming. Jaco, du bist Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, Ehemann, Vater von drei Söhnen. Du bist Gründer der Medienproduktionsfirma Media Water, in deren Räumen wir heute sein dürfen. Bist du auch Missionar? I think deep down inside, yes, I'm also a missionary, because wherever I can, the programs I make, if I see an opportunity to tell something about the good news, and especially to bring people in contact with the person of Jesus, I would grab that opportunity. So yes, in that sense, you could say I'm a missionary as well. Und das hast du letztes Jahr bei uns in Deutschland gemacht, in der Karwoche. Am Mittwoch der Karwoche lief auf RTL um 20.15 Uhr Die Passion. Die Passion, ein Musik-Live-Event, der die Passionsgeschichte von Jesus Christus übersetzt in die heutige Zeit, in die heutige Kultur. Für alle, die es nicht gesehen haben, das spielte also in Essen auf einer großen Hauptbühne auf dem Burgplatz. Und da waren viele Prominente dabei, viele Künstler. Thomas Gottschalk hat den Erzähler gemacht. Andere Künstler, wie zum Beispiel Alexander Klavs, der erste Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, hat Jesus gespielt. Viele andere Prominente waren dabei, Leis Aldin, Ella Endlich, Henning Baum etc. Und das spielt also dann an verschiedenen Orten in der Stadt, in der U-Bahn, in einem Restaurant, in einem Park. Das wird dann eingeblendet, diese Szenen, auf großen Screens. Und eine große Rolle spielen auch Popsongs, aktuelle Popsongs, die eingebaut sind in diese Erzählung. Ja, und das Ganze wurde gesehen von über 3 Millionen Menschen. Über 3 Millionen Zuschauer, 5.000 Leute waren dort vor Ort, ja, auf diesem Platz. Jaco, haben die Menschen eine Sehnsucht nach Jesus? I don't know if they have a longing for Jesus. I think they have a longing for meaning, a longing for to belong with something, a longing for maybe something that is greater than they are, a longing sometimes for the past, the stories that belong with your upbringing, that kind of longing. I think, yes, there will also be viewers who have a longing for Jesus, but they are the ones who already know Jesus in any type of form. But I think the majority of people, they are just interested because it feels like something that's bigger than they are, and it resonates with their past or things that are happening in their lives.